So. Dann wollen wir doch mal gucken, wo der restliche Feind sich denn so versteckt. Irgendwo müssen die doch sein. Er darf noch mal eine Stelle nach vorne. Ist das überhaupt hier eine Deckung? Sieht mir ja nicht so aus, ne? Oh, das da hier scheint eine Deckung zu sein, ne? Dann machst du eher mal Feldposten. Ja, okay. Lang das nicht, wenn ich hier drauf klicke? Okay. Aus der Richtung kommen die. Ja, genau. Hinter einem Energiekern in Deckung gehen. Nachher ballern die da drauf und dann habe ich ein Problem, ne? Da hinten geht's auch noch raus. Jetzt ist die Frage, wie weit darf er denn gehen? Kommt er bis da rein? Nee, ne? Gut, dann machen wir das einfach. Linke Flanke. Und die rechte Flanke. Und du machst dann derweil noch Feldposten. Und ihr stürmt weiter nach vorne. Was heißt stürmt? Geht ganz leise und ganz vorsichtig, ne? Ich hab schon genügend Leute verloren. Vor allem gute Leute verloren. Ich will keine Leute mehr verlieren. So. Mit ihm bin ich ein bisschen mutiger. Ist aber auch nur ein Rekrut. Okay. Sag mal. Wollen die mich verarschen? Sind da überhaupt wirklich noch irgendwelche Aliens da? Können die dahin gehen? Hallöchen, meine Freunde. Wie geht's? Peace. Peace, love and war. Und so. Oh nein. Sie umgehen mich. Ja, ich sehe es. Schlecht. Schlecht. Aber wenn du Glück hast, machen die nichts Dummes. Hast du Glück? Ich glaube nicht. Aber die haben zumindest keine, glaube ich, großen Aktivität. Also Reichweiten Sachen da. Die machen nichts Böses. Oh nein! Er wird gepusht! Mist, der von dem dort hinten. Das sehe ich natürlich voll viel. Hätte ich den dort hinten, wäre der jetzt natürlich schon tot, ne? So, der feuert jetzt natürlich auf die nette Tussi. Hey, du machst dein eigenes Raumschiff kaputt, du dem Lacken. Wir willst denn damit noch starten und abhauen? Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. X-Rays gesichtet. Alter, noch mehr von den Viechern. X-Rays rücken vor, sie flankieren uns. Ja. Weißt du was? Was? Hä? Ach so, er hatte nur eins. Ja. Ist schon gut. Machen wir hier die Schredderrakete. Das geht auch. So. Nice. Bisschen platt. Hä? Habe ich schon mal mit... Wo habe ich ihn damit gefeuert? Ach stimmt, hier vorne, glaube ich, oder? Sieht das zumindest so aus. Mein Gott, so ein Gedächtnis habe ich schon, hä? Ja. Hm. Granaten will ich da drinnen natürlich über... Also, Kollege, witzig. So. Nein! X-Ray neutralisiert. Okay. Geht. Eigentlich wollte ich ja sagen, mach mal keinen Scheiß hier. So, hat die Tussi da einen in Sicht? Ja, gut. Die dort hinten. Der ist mir ja einigermaßen egal, aber nur einigermaßen. Mit ihm gehe ich da einfach mal hin und umgehe vielleicht da dieses Viech in der Hoffnung, dass ich den von hinten erwische. Da
Da ist auch nichts, aber da ist halt auch noch ein Eingang, da könnten sie auch noch stehen. Von daher ist mir das nicht ganz so recht. Und ich hoffe, die Diener sind lang betäubt. Hey, das wäre mir schon sehr recht. Das sieht es immer noch. Das ist doch nicht nett. Ah ja, gut, okay, da fehlt ja auch ein Stück Bordwand, ne? Nein, ich sehe das dort oben immer noch nicht. Feldposten? Ja, ja. So, und sie. Das ist natürlich mal eine tolle Ärztin. So, meine Dame. Bitte zeig denen mal, was du so drauf hast. Daneben geschossen. Ja, die sind jetzt tierisch beeindruckt von deinen Künsten als Schützin. Total. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ach, da wird die Sau schon wieder gepusht. Aber wen sieht er? Das frag ich mich gerade. Wieder unter Feuer. Oh. Sehr schlecht. Der hat seine Deckung verloren. Also ich brauche unbedingt diese Laserpistolen, damit ich, die zerlegen ihr eigenes, Raumschiff. Finde ich nicht so sehr nett. Pass mal auf. Du darfst dich revanchieren. Nein, darfst dich nicht revanchieren. Kollege, mach mich nicht verrückt mit dieser blöden Kamera. Ach, viel mehr hat das jetzt auch noch nicht gebracht, ne? Ich glaube, wenn die von vorne gezeigt... Ja, ja. Wenn sie von vorne gezeigt werden, treffen sie besser, hä? Beziehungsweise dann weiß man, hey, das wird ein Treffer. Das war sowas von klar. Nee. Das dann doch lieber nicht. 25%. Komm. Ich will doch mal Glück haben. Der sieht den da hier. 53%. Das langt doch hoffentlich. Ach Leute, kommt schon. Das ist ja schon erbärmlich. Eins vor. Dem zeigst du es aber jetzt, ne? Ansonsten bist du tot. Das meinte ich damit. Wenn man die so sieht, dann treffen sie irgendwie immer. Hab ich zumindest so das Gefühl. Hey, supi, aber muss man nachladen. Ach Gottchen, sie ist ja auch noch da, ne? Komm du mal daher. Sind das die letzten zwei? Ich hoffe es doch sehr. Ach, ja, wieder mit seiner Scheiß. Telekinesen, Scheiße. Ach, guck mal, dann hat er auch ein Life bald mehr. Das sehe ich ja jetzt erst. Warum sehe ich das jetzt erst? Sie positionieren sich neu. Ja, ja, schieß du mal auf den da draußen. Das ist dem egal. Das steckt der locker weg. Wie, wenn du das jetzt nicht locker weggesteckt hättest, Kollege. Nee, 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 nee. So, liebe Ärztin. Ich habe eine Aufgabe für dich. So, ich wollte gerade sagen, siehst du den da draußen echt zu 70%? Dann wäre ich ja begeistert. Na gut, nein, das ist eigentlich eine interessante Frage. Was geschieht jetzt, ne? Komm, mach's platt. Sehr schön. Das freut mich sehr. Und du gehst... Ja, gehst einfach mal bis dahin. Mal sehen, was es bringt. Schon rein gar nichts. So. Also ich hoffe doch wirklich, das sind dann die letzten. Oder das ist der letzte. Eins hätte ich noch vorgehen können wahrscheinlich mit ihr, aber... Nur nicht zu viel riskieren. Jetzt auch zum Ende raus. Weil das könnte echt übel werden. So.
hier im Schiff nochmal absichern? Ja, doch, komm. So. Feldposten. Ja, Kollege. Das Einzige, was dir jetzt noch hilft, ist, wenn du dich eigentlich selber erschießt. Wow. Komm, revanchier dich mal bei dem Kerl. Kill bestätigt. Ausgezeichnete Arbeit. Oh. Alle Ziele erfüllt. Sehr schön. Na, dann schauen wir mal, was wir aus dem Heil-Schiff alles rausbekommen haben. Das dürfte ja jetzt eigentlich dicker Loot sein. Aber das dürfte mir sehr, sehr gut gefallen. Das dürfte mir entgegenkommen. Modcomputer, Energiekern. Was es sonst noch so alles gibt. Wir haben das Viech gefangen genommen. Sehr schön. Ist das alles, was von der Kreatur übrig ist, die wir einfangen wollten? Ja, vielleicht haben wir die Quelle der seltsamen Messwerte gefunden, die wir empfingen, als wir ihm zum ersten Mal begegnet sind. Worum handelt es sich, Doktor? Wir sind uns nicht ganz sicher. Es ist organischer Natur, aber extrem magnetisch. Und es scheint äußerst schwach innerhalb eines elektromagnetischen Spektrums zu schwingen. Derzeit ist noch unklar, wie oder... Vielleicht fehlen Ihnen ganz einfach die Fachkenntnisse, um das zu verstehen, Doktor. Falls es stimmt, was Sie sagen, dann ist dieses Objekt eine Antenne, die ein Signal empfängt. Dieses Signal, können wir es zurückverfolgen? Nein, zumindest bis jetzt noch nicht. Zuerst müssen wir seinen Verschlüsselungsalgorithmus bestimmen. Mein Team kann das machen. Dann werde ich mich auf die Entwicklung einer Schnittstelle zwischen dem Objekt und unserem globalen Kommunikationssystem konzentrieren, damit wir das Signal nachverfolgen können. Demnach sollten wir unsere Priorität auf die Erforschung dieses Kristalls richten. Na, sehr schön. So. Wieder jede Menge Beförderungen. So. Was haben wir denn da? Rauch und Spiegel ermöglicht eine zusätzliche Verwendung der Rauchgranate pro Einsatz. Komm, das nutze ich so selten. Wir nehmen hier das Medikit. Endlich einen zweiten Scharfschützen. Das wurde notwendig. Und einen neuen Soldaten für den Sturm. Okay. Sehr schön. Der Kanadier hat zwar schon einen Einsatz, aber null Kills und damit noch keinerlei Beförderung. Mein Gott. So, was haben wir bekommen? Wir haben ein leichtes Plasmagewehr bekommen. Sehr schön. Außenweltsplitter, leichtes Plasmagewehr. Waffenfragmente, UFO-Energiequelle, Außenweltsplitter. Ja gut, ich meine, das ist ja dort oben auch schon gestanden. Sehr schön. Na, das freut mich doch sehr. 60 Legierungen, das ist sehr gut. So. Damit lässt sich natürlich einiges machen. Wir haben noch 11 Tage, bis diese bis diese blöde Plasmapistole erforscht ist. Wir haben auch keinerlei Credits da. Wir müssen unbedingt die Labore weiter ausbauen. Baubeginn. Bringt eh nichts. So, das dauert aber mindestens halt noch genauso lange. Das ist natürlich nicht ganz so das Tolle. Ja. Gut, weiter geht's dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne. Baba.